Einen wunderschönen guten Morgen aus Chiang Mai. Ja, wir sind von Vietnam nach Thailand geflogen, haben hier meinen Vater und meinen Bruder getroffen, waren 3 Nächte in Bangkok, haben denen ein bisschen die Stadt gezeigt und haben dann entschieden, nach Chiang Mai zu fliegen, um denen auch das Geschehen hier mal ein bisschen zu zeigen und ein bisschen was zu erleben. Und wir hatten am Flughafen das Glück, einen sehr netten Taxifahrer zu haben, der uns eine Tour angeboten hat. Also wirklich kein Aufzwingen von der Tour, sondern er hat gesagt, ich habe das und das im Angebot. Und hat gesagt, meldet euch einfach, wenn ihr Lust habt. Hat die Preise dabei geschrieben und wir haben danach diskutiert und gesagt, dass sich das sehr, sehr gut angehört hat. Und dementsprechend haben wir jetzt eine Tagestour vor heute. Und zwar geht es zu den Sticky Waterfalls hier in der näheren Umgebung. Ich glaube, das ist ungefähr eine Stunde Fahrt von hier. Und danach wollen wir noch Elefanten sehen im Elephant Sanctuary. Ja, wir sind gespannt, was uns erwartet. Hat gesagt, das wird quasi eine Tour, die so 8-9 Stunden dauert. Als allererstes gibt es jetzt mal einen Kaffee. Wir sind in Chiang Mai im Old Quarter. Das heißt, wer Chiang Mai kennt, das ist ja quasi, die Altstadt ist in einem Quadrat angeordnet und wir sind hier quasi am North Gate, am Nordtor, und hier ist ein sehr schönes kleines Café. Der Café schmeckt richtig gut, hier waren wir jeden Tag. Wir waren gestern noch relativ lange in der Stadt unterwegs, mein Bruder und ich, und haben uns Muay Thai Boxen angeguckt. Das erste Mal. War hochinteressant. Es gab 6 Kämpfer. Ich glaube, es gab sogar 3 Knockouts. Am Anfang waren wir uns nicht ganz sicher, ob das eine Tourist Trap ist oder ob das richtige Kämpfe sind. Aber im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass die schon da ordentlich zugelangt haben. Und, wir wollten das eigentlich schon in Bangkok machen, aber haben es erst hier in Chiang Mai geschafft. Ja, also die Nacht war relativ kurz. Unser Taxifahrer kommt in 15 Minuten schon. Ich wollte der Caro noch einen Kaffee mitbringen, habe jetzt gerade einen bestellt. Muss noch ein paar Sachen packen und dann geht's los. Wasserfall angekommen, knapp eine Stunde Fahrt. Wir sind jetzt die Dritten hier, das heißt, wir haben 15:45 und starten jetzt quasi zum Wasserfall. Ready to go? Ready to go. Wir haben gerade Spicy Candy gekriegt. Jetzt sind wir wach. Ja, Chili Candy. Mhm. Da gehen wir jetzt hoch irgendwie, aber erst müssen wir noch die Stufen runtergehen. Ja, unser Tourguide hat uns gerade erklärt, es gibt 3 verschiedene Arten von Felsen. Rutschige Felsen, nicht rutschige und mittel. Das heißt weiß, schwarz und grün. Das sind sie quasi wie eine Markierung. Ja, muss man drauf achten. Und es gibt hier 4 Wasserfälle. Der eine ist gesperrt, weil es da wohl ziemlich viele Schlangen gibt und die Schlangen geschützt werden sollen, oder die Menschen sollen geschützt werden vor den Schlangen. Das sind natürlich Infos, die man sehr, sehr gerne hört, wenn man hier barfuß und nur mit Badehose bekleidet durch den Dschungel läuft. Aber ja, wir werden das schon hinkriegen. Wir starten wohl hier vorne, gehen dann hier hoch. Ich weiß zwar noch nicht, wie das funktionieren soll, aber angeblich ist es sehr sticky. Er hat gerade erklärt, da wohnt eine Schlange drin. Oder war mal ein Schlangen zu Hause, aber die würden sich jetzt immer mehr zurückziehen.
Hier geht's jetzt hoch. Keine Ahnung. Nature Jacuzzi. So, wieder zurück von den Wasserfällen. Wie man sehen konnte, hat sich das richtig gelohnt. Hat richtig Spaß gemacht, da hoch zu klettern. Die Natur ist super hier, alles sehr gepflegt. Der Nationalpark, absolute Empfehlung. Und vor allem auch mit einem Tourguide, der alles auf Video festhalten kann, ist natürlich perfekt. Und für uns geht es dann jetzt weiter. Nächster Stop, Local Market. Schauen wir uns mal an, was hier im Norden so gegessen wird. Wir kriegen englische Erklärung von unserem Tourguide und wir sind gespannt, was es gibt. Ich habe Omega. Das ist, das wir in the waterfall. Ja. Yeah. Oh, okay. Das ist this is sometimes in spicy food, right? Ah, pepper. Pepper. Ah. Best pepper. Best pepper. Best pepper. Very good. Ahoy, Mark. More caramel. Yeah, more caramel. Yes. Was ist das jetzt? Banana mit Coconut Caramel. Coconut Milk Caramel. Coconut Milk Caramel. Das ist gut. Ah, Frog. It tastes like chicken. Yeah. Yeah. That's your hot pork. Ah, pork tail. Das ist Schweineschwänze. This is the head. The head. The head, yeah. Schweinekopf and some insects. Yeah. Can I have a seaworm? Seaworm? The seaworm. Sealworm. The seaworm and cricket. And that one, this is someone they're gonna eat like this, but they're gonna do like deep fry. This one, huh? Yeah, this one. This curry, green curry. We'll be right back.
sausage, bratwurst. Spicy? No. No. Okay, no. 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 Sometimes the sauce, the ketchup sauce, that's spicy. Sauce. Yes. It looks similar. Yeah. Looks similar. Yeah. It is 35 baht. 35. Yeah. Can you tell us again a little bit about the sausage? What we calling it is a Thai sausage. Mm-hmm. Actually, from the north. Been long time. When I was young, after I born, I know it is the one I like. Sai Ua. Sai Ua. Sai Ua. Sai. Die heißt Sai Ua. Ist die Chiang Mai Wurst. Da ist Chili drin. Pork. Pork. Lemongrass. Lemongrass. Yeah. Ginger. Ginger. Mm. Hey. she just said spicy. Spicy? Okay, wenn er schon ja sagt, dann. When he says it's spicy. No, oh, very good. It tastes like German. Yeah? German Bratwurst. A bit softer. More flavors. Wieso rede ich eigentlich Englisch? It's so difficult to check language. I normally speak German. Es ist gut. Also die Chili kommt gut durch. Ihr würdet wahrscheinlich sagen, dass es scharf ist. Mhm. Aber ein kleines Stück kannst du mal probieren. Okay. Caro probiert jetzt auch mal. Es riecht richtig. Es riecht wie Thai Basil, dieses Gericht da irgendwie. Ja? It's okay. Maybe for her it's spicy. Yeah. Is it spicy? Spicy. Alter, du sagst, das wäre nicht spicy. Aber es schmeckt gut, oder? Sehr gut. Ja. Yeah. Mm. Is it also the fish? Vegan fish. Vegan fish. A little bit sour. Yeah. It's raw, right? Yeah. Ooh. Pickled pork. Yeah, pickled pork, raw so, but we can eat like this. Yeah. Okay. Yeah. But they're gonna push on soup, like local soup, and papaya salad. The young one. Small fish. Yeah. Mm. The small smell fish. It? Yeah. Smell good because of lemon grass, garlic, ginger, chili, and small fish from the right field. Yeah. Okay. The right spicy. Field. Yes. Okay. That's good. Your food is calm. Thank you. With the buffalo meat. Yeah, buffalo meat. Yeah. Spicy. Spicy. How good. Yeah, buffalo meat. Yeah. And then this is the meatball from the cow. And sugar. Sugar? Sugar. Yes. Like Thai people, we like to have more flavor. Yeah, more flavor in one. I like wow, sweet. Three spoons. Four. I like sweet and spicy. Oh my gosh. Was ist jetzt irgendein Dessert?
Sticky rice and banana? Bean. Bean. Ah, the same then in the balls, right? Yeah. Oh my gosh. So much. It's good. But also very dense. Give for him try. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Pretty good. Four. Really? Brain from number three. So it looks like a brain. What's this? What is it? What is it? It's meatball, right? Meatball. Wir sind jetzt im Elefantencamp angekommen. Schön in den Bergen hier im Umland von Chiang Mai. Haben schon unsere Outfits gekriegt. Traditionelle Lana-Outfits. Weil es wird wohl auch ein bisschen matschig. Und deshalb sollte man nicht die eigenen Klamotten anlassen. Ja, sieht schon mal super aus hier. Herrliche Landschaft. Und einen Elefant haben wir auch schon gesehen. Da ist das erste Exemplar. Näher traue ich mich nicht dran. All of them? Yeah. Okay. And put in the bags. Salam ape. Salam ape. She the older one. Yeah. She the older ones. And I'm gonna show you how to. Salam. Bon sung. Bon. Bon. And when you're feeding, and then you pet them like this. Okay. Say Didi. Bon sung. Oh. Bon. Bon. Chaludi Bon. Another one coming, Elix. Her name Kamun. 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 It's a big one. What's the name? Chaluni. Chaluni. She's the younger ones. Eat very fast. Yeah. Yeah. Don't move. You move, elephant move. Four, three. Besten Ausblick und noch Elefanten und die sind so lieb, die hören richtig auf einen, also da gibt es hier 5 Kommandos und die hören direkt auf Fremde, also wir haben die nur gefüttert, angefüttert und dann haben die direkt eine Verbindung zu uns aufgebaut, echt cool. Und jetzt führen wir die hoch auf den Berg. Ja, genau, da gibt es richtiges Essen, wir haben nur Bananen gefüttert, das ist quasi Candy für die.
Didi means chill down. Hier lernt man auch ein paar Sachen über die Elefanten. Also hier, der wiegt 3 Tonnen. Das heißt, der muss jeden Tag 300 Kilogramm Nahrung zu sich nehmen. Also die essen 10% von ihrem Körpergewicht jeden Tag. Und dann haben die 20 Stunden, wo sie essen und Poo machen. Das liegt hier. Und hier wird auch gecheckt dann, ob die gesund sind. Ob zu viel Wasser im Kot drin ist. Das überwachen die hier alles. Oh, hier. Hm. Doesn't smell, right? Smell? I can't hear anything. One elephant have one man. Ah. Have one man for the effect of the shit. Oh, yeah. Yeah, spare them. Yeah, spare them. Yes. So, wir sind fertig. Es war richtig, richtig cool. Und sind jetzt auch quasi mit unserer Tour soweit fertig, mit Mr. Bank. Und das war ja das erste Mal, dass wir so eine Tour gemacht haben überhaupt. Eigentlich machen wir ja immer alles selbst. Aber es war auch echt schon mal eine coole Erfahrung, sich nicht um Google Maps, Navigation, Parken, Roller ausleihen und so weiter und so fort alles kümmern zu müssen. Mittagessen raussuchen, sondern der hat uns auch echt viel erzählt nochmal über Thailand, über die Gerichte, über das Leben hier. Und jetzt bei den Elefanten war auch nochmal echt speziell. Also das war nicht so ein Elephant Sanctuary, wie man das so von den Prospekten kennt, wo jetzt irgendwie 100 Touristen noch sind. Wir waren ganz alleine mit den Locals hier. Das ist ein kleines Village. Und hatten quasi eine Privattour. Das hätten wir auch so nie hingekriegt, wenn wir den nicht gehabt hätten. Also alles in allem mega cooler Tag. Und das mit den Elefanten, ich glaube, das werden wir nie vergessen. Das machen wir auch, glaube ich, nur einmal, weil sowas ist wirklich once in a lifetime Erlebnis. Also kann man echt nur empfehlen. Wir blenden euch unten mal noch den Kontakt ein. Wir waren sehr, sehr zufrieden. Ich war ein bisschen skeptisch mit so einer Tour. Wie gesagt, ist nicht so unseres, aber hier, das war wirklich cool. Also können wir echt empfehlen. Jetzt hat unser Tourguide uns noch eine nordthailändische Spezialität gezeigt. Und zwar gibt es hier Buffalo Skin. Das heißt, die Haut vom Büffel, die wird angeflammt, dass die Haare weggehen und dass die Haut quasi weicher wird. Dann macht es sauber und muss die dann mit dem Hammer nochmal softer machen. Dann wird sie geschnitten und es kommt nochmal Chili-Soße drüber und dann essen die das hier. Chewy? Yeah, it's chewy. Tastes like
skin. But without? Alter. Still chewing. Hast du da Chewy-Gummi. Wir sind eigentlich fertig mit unserer Tour. Aber auch jetzt müssen wir noch was Neues probieren. eingelegter Bambus. Also wir haben heute viele, viele neue Sachen probiert. Maybe you don't want to try anything more.